Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute zeige ich euch mein mit Parmesan und Mozzarella überbackenes Hühnchen in Tomatensauce. Super leckeres Rezept. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles, was ich brauche, habe ich schon mal rausgelegt hier für mein Hühnchen, das ich mit Mozzarella und Parmesan überbacken möchte. Wir brauchen zwei Hühnerbrüste hier, die wir nachher teilen werden, damit sie schön flach sind. Wir brauchen natürlich Mozzarella, wir brauchen Parmesan und Tomatensauce. Ich habe hier eine fertige genommene Arrabbiata aus dem Glas, geht schnell und ist ein bisschen schärfer. Wir brauchen außerdem ein paar Gewürze nachher zum Einlegen, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Kräuter, ein bisschen Chiliflocken wie immer, Salz, Knoblauchpulver und Pfeffer. Jo, dann können wir eigentlich auch hier loslegen. Ich fange mal an, hier zunächst mal damit das Hühnchen, die Hühnerbrust quer zu teilen, damit wir zwei schöne dünne Scheiben haben, denn sonst ist sie zu dick und so mag ich es jedenfalls nicht. Also einmal richtig durchschneiden, nicht Butterfly, sondern richtig durchschneiden, dass es schöne flache Stücken sind hinterher. Die werden wir gleich noch so ein bisschen bearbeiten. Das machen wir auch mit der zweiten Hühnerbrust hier. Auch die schneiden wir durch und dann legen wir Folie drüber. Zellophanfolie und jetzt können wir das Ganze ein bisschen klopfen. Ich habe hier einen Hammer, so einen Fleischhammer, vorsichtig. Ihr könnt auch ein Messer nehmen oder ein Nudelholz, also was immer ihr da habt zum Klopfen, und das reicht auch schon. So, ganz flach wollen wir sie nicht klopfen. Und als nächstes nehme ich jetzt hier eine Tupperdose oder was immer ihr nehmt und mische mal meine Gewürze mit dem Olivenöl hier. Also zunächst mal das Olivenöl rein, dann kommt hier als nächstes Salz, mein Knoblauchpulver, dann die Gewürze, die Kräuter, die ich hier habe noch, der Pfeffer und die Chiliflocken. So, das Ganze verrühre ich jetzt ein bisschen und dann lege ich meine Hühnerbrüste hier ein. Sollen nur so ein bisschen mariniert werden, also ein bisschen drehen hier, damit die alle so ein bisschen mit der Kräutermischung in Berührung kommen. Also hier mehr müssen wir auch gar nicht machen und das reicht auch schon. Deckel drauf, wegstellen und jetzt bauen wir einfach auf und so lange können die so ein bisschen marinieren. So, Opti-Grill ist aufgebaut. Und bei mir ist jetzt hier die Snacking und Baking, die Backschale drin. Unter Blatt also rausgenommen. Und jetzt heizt sich mein Opti-Grill vor. Manuell, maximale Stufe, also bei mir dreimal, bis rot ist. Und dann geht das los. Das sind bei mir immer so ziemlich genau 6 Minuten. Und wenn er heiß ist, dann machen wir weiter. So, Opti-Grill hat sich gemeldet. Er ist aufgeheizt. Und wir haben jetzt ja schon Öl an unserem Hühnchen hier. Und ihr seht, das ist auch schon so ein bisschen eingezogen, hat ein bisschen Wasser gelassen, auch ein bisschen Flüssigkeit durch das Salz. Und jetzt gebe ich meine Hühnerbrüste hier, die Scheiben, einfach in den Opti-Grill und brate sie an. Und die sind natürlich extrem dünn, die sind ja nicht sehr dick, höchstens 3 Minuten von jeder Seite, viel mehr brauchen die nicht. Also hier ab in die Backschale und erster Durchgang. 3 Minuten. So, und ihr seht hier schon, das riecht auch schon ganz toll. Ich drehe jetzt einmal um und dann mache ich nochmal 3 Minuten, auf keinen Fall länger, sonst wird das Fleisch auch zu trocken nachher. Also, zweite Runde, nochmal 3 Minuten. So, und jetzt brutzeln die hier schon ordentlich, die sind auch durch schon, das Fleisch ist eigentlich schon durch. Und jetzt drehe ich nur noch einmal die Fleischstücken vorsichtig hier mit der Zange. Und jetzt kommt als nächstes meine Tomatensauce. Und jetzt gebe ich auf die Fleischstücken oben drauf noch die Tomatensauce, dass die Fleischstücken alle bedeckt sind. Also komplett bedeckt sind, damit jetzt auch die Flüssigkeit hier nicht noch auf das Fleisch austritt und die Tomatensauce umgekehrt so ein bisschen einziehen kann auch in das Fleisch, soll ja jetzt ein bisschen aromatisiert werden mit der Tomatensauce, mit der Arrabbiata.
ruhig reichlich und den Rest der Flüssigkeit gebe ich jetzt einfach mit in die Pfanne. Kann dann gleich mit anbrutzeln und mit heiß werden, bis ich alles verbraucht habe. Und das muss ja jetzt heiß werden. Und jetzt gebe ich als nächstes hier die Mozzarella drauf. Reicht die Mozzarella, soll viel Käse sein, ich mag viel Käse. Also ich verteile hier meinen kompletten Mozzarella zunächst mal auf den Hühnchen teilen, damit das Ganze jetzt gleich hier überbacken werden kann. Und dann kommt der Parmesan. Ihr könnt vom Parmesan, wenn ihr nicht alles verwerten wollt, ruhig ein bisschen was überbehalten nachher. Das kann man nachher noch ganz gut zum Dekorieren nehmen. Das sieht aber ganz schön aus, wenn man noch so ein bisschen Parmesan drüber streuen kann. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ihr könnt auch alles verwerten. So, wenn wir den Käse drauf haben, dann auf die Grill nochmal zumachen und nach 3-4 Minuten vielleicht, bis der Käse geschmolzen ist, je nach Wunsch. Ich habe wieder mein Stäbchen dazwischen hier als Trick, damit die Feuchtigkeit so ein bisschen entweichen kann. Und nach 3 Minuten würde ich sagen, sind wir fertig. Ja, das sieht euch lecker aus. Ja, ihr seht also hier, die Soße brutzelt schön. Und wenn man mit dem Stäbchen jetzt hier das Fleisch ein bisschen testet, dann merkt man, das ist noch ganz zart. Das ist also ganz weich noch, ist nicht ausgederzelt. Und das war's auch. Jetzt können wir den Optiker auch ausmachen. Und ja, dann können wir gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen auskühlen lassen, damit man es überhaupt essen kann. Sonst ist es natürlich zu heiß. Und hole jetzt mal hier ein Stück raus, damit wir es auch anschneiden können und gucken können, ob es geklappt hat, ob es was geworden ist. Es riecht ganz wunderbar schon. Man riecht den Knoblauch so ein bisschen und die Kräuter, aber nicht übermäßig. Und ich gebe jetzt noch so ein bisschen gehacktes Basilikum drüber. Ich finde, das passt immer ganz gut. Wenn ihr es nicht mögt, lasst ihr es weg. Aber geschmacklich wie auch optisch finde ich, ist das nett. Und jetzt schneiden wir mal an und ich probiere mal hier, wie es denn schmeckt. Und ihr seht auch hier, das Fleisch ist noch ganz zart, ganz hell auch noch, also wirklich ganz weich. Es ist nicht ausgederzelt, es ist zumindest auf den ersten Blick hier auch nicht trocken. Und ja, wenn ich jetzt probiere, super leckerer Geschmack, also wirklich toll. Die Kräuter schmecken so ein bisschen durch, der Käse, aber auch der Knoblauch, das Knoblauchpulver merkt man. Es ist nicht heftig, aber genau richtig so von der Würzung her. Also, ich denke, hat geklappt hier mein Mozzarella-Parmesan-Hühnchen überbacken im Opti-Grill mal wieder in der Backschale. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal und ansonsten bis demnächst. Bye. Kochen wir schnell.